Was ist Marketing? Wenn Sie in die Lehrbücher schauen, dann finden Sie eine Definition, die geht über mindestens 5 Zeilen. Ich gebe Ihnen mal eine, die ist kurz und merkfähig und ist trotzdem alles drin. Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Auf Englisch oder im Amerikanischen gefällt mir diese Definition noch ein bisschen besser. Sie lautet ein bisschen anders. Sie lautet Think in the Head, Feel in the Heart. Das ist Marketing. Im Kopf des Kunden denken und in seinem Herzen fühlen. Das ist die treffendste, kürzeste Definition, die Sie vermutlich je finden werden. Dann können Sie darauf aufbauen und sagen, ja, Kunde, Kunde kann man ja eigentlich auch nicht so sagen, sondern statt Kunde muss man von Zielgruppe reden oder von Zielgruppen und dann muss man, um die Zielgruppen zu finden, segmentieren und so weiter und so weiter. Ist alles richtig. Ja, aber das ist der Kerngedanke. Denken im Kopf des Kunden. Think in the head, feel in the heart. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.